Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Ein anderer Filmkritiker auf YouTube namens Forger, checkt seinen Kanal aus, macht öfters etwas, das sich Radio Forger nennt, indem er einfach in einer einstündigen Show bestimmte Dinge abhandelt und da darüber spricht und man sieht eigentlich nichts, man hört einfach nur seine Stimme. Henceforth, Radio. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache etwas ähnliches, so eine Art Hörspiel, könnt ihr euch zurücklehnen. Und wenn ihr diese Idee mögt, dann schreibt es in die Kommentare, denn ich weiß ja, wie das normalerweise ist, wenn man auf YouTube unterwegs ist. Ab und zu switcht man einfach den Tab und macht etwas komplett anderes. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, mache ich doch mal so eine kleine Hörspielvariante und dann können wir auch schon gleich loslegen. Also wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das findet. Wenn ihr das gut findet, dann kommt es natürlich öfters. Wenn nicht, dann lasse ich den Scheiß so. Scheiße, Scheiße, Tomatensaft. Es geht heute um den Hobbit, denn ich bin gerade dabei, das Hobbit-Buch zu lesen und es dann natürlich mit dem Film zu vergleichen. Jetzt ist das natürlich klar, dass das ein bisschen komplexere Sache ist und aus dem Grund fange ich jetzt einfach an. Ich habe mir einen Text zusammengeschrieben und das ist jetzt quasi die erste Folge, habe ich mir gedacht. Ich mache das so lange bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin in dem Text und dann lade ich das hoch und dann warte ich einfach auf euer Feedback. Gut, das ist die Kritik Hobbit Buch versus Hobbit Film. J.R.R. Tolkien ist einer der bedeutendsten Autoren unserer Zeit. Und seine Werke, Werte und seine Mythologie reihen sich meiner Meinung nach in den Kanon des letzten Jahrhunderts ein. Der Herr der Ringe und der Hobbit sind auf einer Ebene zu halten wie die Werke von Shakespeare, James Joyce, Sir Arthur Conan Doyle und von mir aus Edgar Allan Poe. Doch was macht seine Werke zu solch bahnbrechenden Schriftstücken, sodass sie uns noch heute im Jahre 2014 bewegen und eine ganze Nation Neuseeland beschäftigen? Es ist einfach anzunehmen, dass es gute Geschichten sind. Doch das sind die Harry Potter Bücher auch. Das gilt auch für zeitgenössische Geschichten, gemeint ist zur Tolkiens Zeit. Aber im Unterschied zu den Chroniken von Narnia scheint der Ringkrieg um einiges populärer zu sein. Selbst andere Autoren erwähnen in ihren Prologen und Vorworten eigener Schriften, sie hätten ihren Weg zu den Tasten durch Tolkiens Werke gefunden. Stephen King erwähnt dies zu Beginn in seiner Reihe Der Schwarze Turm. Doch wir versuchen in Worte zu fassen, was Professor Tolkien in Worte fasste. Im Ersten Weltkrieg war Tolkien Soldat auf den wahllosen Schlachtfeldern Europas. Diese Zeit sollte ihn wie keine andere prägen. Der Tod, die Gewalt, das sinnlose Dahinscheiden seiner Kameraden und Feinde brannten sich tief in die Gedankenwelt des jungen Briten ein. Er floh, durch viele Augen und Zeitzeugen bestätigend, in eine Fantasiewelt. Er nahm Reißaus von der grausamen, grauen Welt zwischen den Weltkriegen. Zu jener Zeit erfand er die sagenumwobene Welt Mittelerde mit all seiner Mythologie, seinen Völkern und Zeittafeln, Meilensteinen und Fantasiewesen. Orks, Zwerge, Goblins und nicht zu guter Letzt Hobbits waren Protagonisten einer Welt ohne Story. Denn so bunt gespickt und zahlreich die Details waren, die Tolkien in seine neue Welt steckte, er erfand immerhin mehrere Sprachen mit Grammatik, Lexis, Phonetik und Vokabeln, gab es keinen Storystrang, an dem er sich hätte voranhangeln können. Er hatte Mittelerde mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ein Unikum von Literatur, stehend für sich allein. Doch dann entschied er sich in den 30er Jahren mit einer Geschichte zu beginnen. Alte Freunde von Tolkien bekräftigen immer wieder in Interviews, dass ihr Linguistikprofessor und Freund nicht wusste, wie er die Geschichte hätte beginnen sollen. Deshalb ließ er sich einfach treiben, so heißt es, und schrieb: In einem Loch im Boden, dort lebte ein Hobbit. Und somit begann J.R.R. Tolkien mit seinem Buch The Hobbit. Es wurde ein Bestseller. Danach rückte der Herr der Ringe nach und wurde zum Buch mit den höchsten Verkaufszahlen nach der Bibel. Ironischerweise wurden die drei Bücher um den Ringkrieg für viele Fans weltweit zu einer Art heiligen Schrift. Leute nannten ihre Kinder Frodo und Sam, Bookclubs aller Ort bildeten sich und wenn ich es so ausdrücken dürfte, es wurde ein Hype generiert, dem niemand gerecht wurde. Außer vielleicht an Star Wars in den 70ern. Eines sei vorneweg gesagt. Jackson schafft es, den Hobbit zum Leben zu erwecken, in all seiner Glorie. Er versteht es, Fehler seitens Tolkiens auszumerzen,
übernimmt sich aber in einer schieren Aufeinanderhäufung missratener Ideen, die letzten Endes zur Niederwertung des Gesamtprojekts führen. Die Filme, bislang sind zwei von ihnen erschienen, schaffen es, den Zuschauer in eine Welt zu entführen, und die Spannung lässt niemals nach. Das Buch weiß es, den Leser in eine fantastische Welt zu entführen, jedoch ist es absolut nicht spannend. Sprechen wir also zuerst über Tolkiens Schreibstil. Ich muss gleich zu Beginn eines klipp und klar sagen: Tolkien kann schreiben wie kein anderer. Seine Beschreibungen und Einführungen sind detailliert, verliebt und voller Lebensfreude. Wenn er sich auf 20 Seiten über eine Karte auslassen kann, siehe die Gefährten, dann ist das gleichermaßen dröge wie beeindruckend. Wenn wir ehrlich sein müssen, konnte keiner etwas abverlangen von Tolkiens schleppendem Erzähltempo und seinem Drang, andauernd das Wort Fortnight, also 14 Nights im alten Englisch, also 14 Tage, zu verwenden. Wenn wir auf den Hobbit kommen, muss ich zweierlei Dinge erwähnen. Erstens ist seine Art zu beschreiben, zu erklären und darzustellen wahnsinnig interessant. Mich interessierte jede Phase der Hintergrundgeschichte, Erebor, Moria, Gondolin, all das. Es interessierte mich, weil es genial geschrieben war. Selbst die ersten beiden Seiten des Buches, wo lediglich beschrieben wird, bei allem nötigen Respekt, wie absolut mondän Hobbits sind, sind anschaulich und klasse formuliert. Wer eine Geschichte mit »In einem Loch im Boden«, »Da lebt unser Held« beginnt und man liest tatsächlich weiter, dann nenne ich das Writing Skill. Aber jetzt fortan zum Exkrement. Obgleich Tolkien exzellent schreibt, versagt er, wenn es um den Dialog geht, der die Handlungen oder Beziehungen zwischen Figuren vorantreiben muss. Er war ein sehr unkonventioneller Geschichtenerzähler und machte sich nicht viel aus Rahmenbedingungen einer guten Story. Protagonisten, Spannungsbogen, Klimax, Erzähltempo, pfff. All das ist zwar in Tolkiens Werken vorhanden, jedoch wird es ad absurdum geführt. Ein Beispiel aus dem Herrn der Ringe. Gandalf verlässt das Auenland, um Nachforschungen in Minas Tirith anzustellen und kehrt zurück nach Beutelsend, um Frodo mitzuteilen, Bilbos Ring sei wirklich der eine Ring des dunklen Herrschers Sauron. Die Reise nach Gondor und zurück ins Auenland dauert im Buch ein halbes Jahrhundert. In Peter Jacksons Verfilmung bricht man diese Zeitspanne auf wenige Tage oder Wochen herunter, um dem Erzähltempo nicht entgegenzusteuern. Entschleunigung wird bei Tolkien großgeschrieben. Das machte unter anderem eine Leinwandadaption so furchtbar anstrengend. Jackson musste aus Non-Action-Stories wahre Actionfilme machen. Doch zurück zum Dialog. Figuren in Tolkiens Büchern haben wenig bis gar keinen Charakter. Ausgefleischt werden sie lediglich in den Köpfen der Leser. Alles, was diese Leute von sich geben, ist sogenannter Utilitary Dialogue, was so viel bedeutet wie Nutzdialog. Er ist deutlich, um die Handlung voranzutreiben und weiterzuführen, aber gänzlich an Tiefe beraubt. Ein paar Beispiele werde ich natürlich aufführen. In der Hobbit, Seite 46, das ist jetzt die Version Stuttgart 1997, mal schauen, ob ihr eine ähnliche habt, egal, whatever, kommt Folgendes. Gandalf spricht nun. Irgendwo hier liegt ein schönes verborgenes Tal, Bruchtal, wo Elrond im letzten heimischen Haus wohnt. Ich habe ihn durch meine Freunde eine Nachricht geschickt. Wir werden erwartet. Ich hoffe, mein Punkt wird deutlich. Hier ist nichts Menschliches oder Freundliches in den Zeilen. Irgendwo vor uns liegt ein schönes verborgenes Tal, Bruchtal, wo Elrond im letzten heimischen Haus wohnt. Ich habe ihn durch meine Freunde eine Nachricht geschickt. Wir werden erwartet. Es ist kalter Text, der einzig und allein dazu dienlich ist, die Handlungen vorzubereiten. Es erinnert mich an eigene Geschichten, die ich schrieb, als ich 10, 12 Jahre alt und unerfahren war. Sicher glich der Rest meiner Geschichte qualitätsmäßig meinen Dialogen, aber wenigstens veränderte ich meinen Stil im Laufe der Zeit mit mehr Erfahrung und Belassenheit. Tolkien, der ja selbst Linguist und Professor war, wusste sicherlich nicht, wie er warme menschliche Dialoge auf Papier bannen sollte. Zeitzeugen bezeichnen ihn als unsozial, introvertiert und dickköpfig. Kombiniert man das mit posttraumatischem Stress aus dem Ersten Weltkrieg, hat man den perfekten Nährboden für derart rudimentäre Dialoge. Viele Gespräche, Monologe und dergleichen laufen nach folgendem Schema ab. Info, 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 Ende. Das trübt den Lesespaß ein wenig und entfremdet die Figuren, für die wir uns eigentlich aufopfernd interessieren sollen. In den Jahren 1997 bis 2003 beherrschte eine Filmreihe das Kino. Der Herr
der Ringe. Nicht einmal die Star Wars Prequels konnten einen derartigen Hype generieren. Spaßigerweise steht das im totalen Kontrast zu dem, was ich zuvor über den Hype beider Franchises sagte. Ja, George Lucas und sein Sternenkrieg wird uns innerhalb dieses Textes erneut begegnen, denn so ungern ich es sage, ist Peter Jacksons Hobbit-Trilogie ein Schritt in die Richtung der Star Wars Episoden 1, 2 und 3. Aber ich schweife ab. Der Herr der Ringe wurde zu einer der erfolgreichsten Filmtrilogien aller Zeiten und sein dritter Teil, Die Rückkehr des Königs, spielte nicht nur eine ungeheure Summe Geld ein, sondern gewann auch so viele Oscars wie Titanic oder Ben-Hur. Die Trilogie war abgeschlossen und Jackson bewegte sich auf neue Projekte zu. Ein Remake des Monsterklassikers King Kong. Danach versuchte er sich in einem artsy-fartsy-Romanfilm namens The Lovely Bones. Danach entstanden Gerüchte um die mögliche Verfilmung von Tolkiens kleinerem Kinderbuch, dem Hobbit. Bestätigt wurden diese Gerüchte im Jahreswechsel 2011-2012. Zwei Filme, eine unerwartete Reise und hin und wieder zurück sollten das knapp 300 Seiten lange Buch auf die Leinwand bringen. Zwei Filme waren dann wohl ein wenig zu lasch für die Studios und vielleicht für Jackson selbst, denn kurz vor Release des ersten Hobbit-Filmes erhielten wir die Nachricht, dass es würde drei Hobbit-Filme geben. Eine merkwürdige Entscheidung, würde doch das Rohmaterial nicht so viel Nährboden geben wie der Ringkrieg zum Beispiel. Also würden wir jetzt drei Hobbit-Filme bekommen. Und nicht nur das. Eine neue Filmtechnik sollte hierbei angewendet werden. Jackson beruft sich hierbei auf die Technik der 48 Bilder pro Sekunde, 48 Frames per Second, oder auch HFR, High Frame Rate. Genannt sollte eine bahnbrechende Neuerung sein und das Kinoerlebnis neu erfinden. Kombiniert man das eh schon lächerlich überteuerte 3D-Kinoticket, brachte Jackson eine Marketingstrategie auf den Tisch, der das Kino wieder zu alter Größe verhelfen sollte. Durch Internetplattformen ist es gang und gäbe geworden, Filme nicht mehr im Kino zu schauen. Die Studios verloren Geld und versuchten mit allen Mitteln, Filme unfilmbar zu machen. Also zur Erklärung, ohne das entsprechende Objektiv, also ohne diese entsprechende Brille, ist das abgefilmte 3D-Bild verschwommen und demnach nahezu unbrauchbar. Siehste. Und dem Kino eine wirkliche Einzigartigkeit zu geben. Dass der 3D-Trend nichts weiter ist als Geldmache, wird aber unter den Teppich gekehrt. Ob das auch für die High Frame Rate gilt, weiß ich nicht, da die Produktionskosten durch den Einsatz der RED-Kameras nahezu verdoppelt wurden und sich Jackson damit auf finanzielles Glatteis begibt. Jedoch spielen seine letzten Filme allesamt knapp 4 Milliarden Dollar ein, also war er auf der sicheren Seite. Der erste Hobbit-Film kam ins Kino. Ich sah ihn auf der Vorpremiere im größten Kino Münchens, umgeben von kostümierten Fans und den deutschen Synchronsprechern des Films, sah ich meinen ersten High Frame Rate 3D Mittelerde Super Duper Film von dem Mann, der Fantasy-Filme wieder cool gemacht hatte. Es dauerte fast 10 Jahre, dass ich wieder nach Mittelerde zurückkehren konnte und ähnlich wie bei den Star Wars Prequels fühlte man sich in seine Kindheit zurückversetzt. Mit 12 Jahren nämlich sah ich meinen ersten Herr der Ringe Film im Kino. Die zwei Türme war meine erste Kinoerfahrung, die mich sprachlos aus dem Saal torkeln ließ. Gefolgt von Die Rückkehr des Königs ein Jahr später. Man könnte behaupten, ich kenne die Herr-der-Ringe-Filme in- und auswendig. Mehrmals habe ich sie mir sogar mit Audiokommentar der Drehbuchautoren des Regisseurs, also Peter Jackson, angeschaut. Jedes kleinste Produktionsdetail ist mir im Gedächtnis geblieben. Die Sets, die Liebe zum Detail, alles trug zum Zauber Mittelerdes bei. Aber wie war das nun bei einer unerwarteten Reise? Er war okay. Es war ein freudiger 3-Stunden-Trip in eine Welt, die wir alle schon fast vergessen hatten. Und dennoch war es nicht dasselbe. Sicher waren es die gleichen Schauspieler, die gleichen Sets, die gleiche Crew und trotzdem fühlte es sich anders an. Es gab mehr CGI-Computereffekte, weniger interessante Musik und das Wichtigste von allem, die Story war schlichtweg langatmig. Ich hatte fast das Gefühl, Jackson blieb dem Originalroman derart treu, dass er vergaß, was es bedeutete, ein Buch zu adaptieren. Und hier stellt sich nun die Leitfrage dieser Kritik. Ist der Hobbit nun eine gelungene oder eine desaströse Adaption des Romans von Tolkien? Wenn ja, was gibt es zu bemängeln? Und wenn nein, was gibt es zu bemängeln? Im folgenden Kapitel werde ich die Änderungen und die neuen Ansätze beider Versionen Buch und Film genauer erläutern. Es behandelt im Groben nur jene Ereignisse, die ich im ersten Film zuordnen kann. Also quasi die erste Folge, da geht es jetzt nur um Unexpected Journey und die Pendants dazu im Hobbit-Buch. Ja.
Da Jackson den Roman in drei gleiche Teile aufgeteilt hatte, sollte eine unerwartete Reise grob bis zu den Seiten 90 oder 100 gehen. Gleich zu Beginn sollte man erwähnen, dass das Buch natürlich vollkommen anders beginnt als die Filmadaption, sie sich aber trotzdem nicht ausschließen. Das Buch beginnt mit der Erzählung über Hobbits. Tolkien schreibt in einer untypischen dritten Person. Als ein Beobachter, der nicht allwissend ist, aber trotzdem alles über die Rahmenwelt zu wissen scheint. Es erinnert fast an eine Art göttliches Wesen, das herabsteigt, um dem Leser etwas über Hobbits oder Zauberer zu erzählen. Ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, dies ist Tolkiens alter Ego, eine Art zweite Persönlichkeit, die er sich geschaffen hat, der Erschaffer von Mittelerde. Und ganz stolz zeigt er uns sein Werk. Der Schöpfer zeigt sein Werk. Wenn wir Buch und Film Rücken an Rücken vergleichen, fällt auf, dass Jackson eine cinematische Brücke zum Original, zur Originaltrilogie bauen will. Es beginnt nämlich mit einem epischen Prolog über das Zwergenreich Erebor und dessen goldgierigen König Thror oder Thror im Original, der, nachdem er ein Juwel im Inneren des Berges gefunden hat, der Arkenstein, Arkenstone, vollkommen illusionistisch vom Wahnsinn heimgesucht wird. Doch seine Herrschaft währt nicht allzu lange, da ein feuerspeiender Drache aus dem Norden kommt, um sich den Goldschatz Erebors anzueignen. Smaug wird dieser Drache genannt. Smaug. Jetzt könnte man behaupten, Jackson versucht hier panisch einen epischen Anfang aus den Seiten zu ziehen. Ich finde diese These nicht abwegig, aber wenn man einen genaueren Blick auf das erste Kapitel vom Hobbit wirft, kommt man auf eben jene Beschreibung, die Jackson lediglich visualisiert hatte. Tolkien beschreibt jene Vorgänge, die uns im Film visuell dargestellt werden. Wortgleich werden Exzerpte übernommen wie "The first thing they heard was a wind like a hurricane coming from the north." Und sorgen für ein getreutes Bild. Jacksons Entscheidung, den schnell abgehandelten Krieg um Erebor und eine ausgeweitete Prologsequenz zu transformieren, ist nicht schlimm. Ich finde diese Art von Adaption bemerkenswert und geschickt. Der Prolog ist im Buch vorhanden. Hier wurde kein unnötiger Ballast eingeführt. Vielleicht kann der Subplot mit Thandriel, dem Elbenkönig, der Erebor in Zeiten der Not nicht zur Hilfe kam. Vielleicht ist es nicht drin, vielleicht ist es zu viel Ballast. Aber dieser Plot wird uns erst in Smaugs Einöde wieder begegnen. Jetzt kommen wir zur zweiten großen Sequenz im Film. Und die hat nun wirklich rein gar nichts mit Tolkien zu tun. Folgende Sequenz ist Jacksons Versuch, das Neue mit dem Alten zu verbinden und das auf eine Art, die nicht nur ungelenk wirkt, sondern auch ungelenk ist. Der Prolog um Erebor wird von Bilbo erzählt, in der Filmlogik werden es ihm die Zwerge erzählt haben und wenn er es aufschreibt, greift er auf sein altes Wissen zurück. Wohingegen im Buch Tolkien als transzendenter Erzähler von dem Desaster in damaliger Zeit erzählt. Bilbo fungiert hier als Tolkiens Sprachrohr und das ist eine nette Idee. Der Film beginnt jedoch nicht auf dem Anfang des Buches, sondern gibt uns eine erzwungene Dialogsequenz zwischen Bilbo und Frodo, die ihrerseits wieder von Ian Holm und Elijah Wood gespielt werden. Dieser Dialog ist offensichtlich von Jackson und seiner Frau Fran Walsh geschrieben worden, da zahlreiche Formulierungen auftauchen, die Tolkien entweder spärlich oder gar nicht benutzt hätte. Beispiele für die Fundierung meiner These sind zum Beispiel Sätze wie "What on earth are you doing?" Diese Phrase kommt dreimal binnen 5 oder 6 Minuten. Ein weiteres Beispiel wäre die totale Charakterveränderung Bilbo Beutlins. Zur Erläuterung. In Die Gefährten war Bilbo zwar ein wunderlicher, aber dennoch fitter und auf dem Sprung lebender Hobbit. Er war alt, aber zackig, gewieft und intelligent. Peter Jacksons Idee für den Interlude im Hobbit scheint konfus. Bilbo mutiert also zu einem alten, verdatterten Greis, der nicht einmal mehr zu wissen scheint, dass seine Geburtstagsfeier heute, zum Zeitpunkt der Erzählung, stattfindet. Sicher ist das ein Weg, dem Zuschauer zu suggerieren, wir befinden uns vor den Ereignissen von Die Gefährten, aber so eine übertriebene Charakterveränderung nur für den Wink mit dem Zaunpfahl erscheint mir unnötig. Und dem nicht genug. Wir müssen es dem Zuschauer wirklich eintrichtern, dass wir uns am Abend vor Frodos großen Abenteuer befinden. Frodo hämmert nämlich das Schild für die an die Gartenpforte und unterhält sich mit Bilbo über Gandalfs Ankunft. Und um dem Fass den Boden rauszutreten, meint Frodo dann verbatim, "I'm going to the woods, I'm going to surprise him."
Er wird also Gandalf im Wald überraschen, obwohl er, betrachten wir nur lediglich die Filmversionen der Bücher, im Wald wohl eher von Gandalfs Gesang überrascht wird. Er las da lediglich ein Buch und es schien mir keine Intention zu haben, auf Gandalf zu warten. Aber da Peter Jackson auf erzwungene Art und Weise versucht, beide Trilogien miteinander zu verbinden, ist die Szene wohl absolut notwendig. Der Film springt nun weiter in der Zeitlinie des Buches. Bilbo, jetzt gespielt von Martin Freeman, sitzt auf der Bank vor seinem Haus und raucht eine Pfeife, ehe ein alter Mann mit grauem Bart und grauer Kleidung auftaucht. Hier kann man den Buch und Film nebeneinander legen und nahezu mitlesen. Das Gespräch ist fast wortgleich übernommen und jede Handlung, das überprüfende Post, das rauchende Pfeife, das Nichtbeachten Gandalfs, ist mit Detailverliebtheit in den Film übernommen worden. Ein wenig unnötiger Ballast wurde für die Filmversion herausgenommen, da Tolkien oft Aufzählungen uninteressanter Ereignisse nutzt. Eine Änderung kann ich hier jedoch verstehen. Im Buch lädt Bilbo Gandalf zum Tee ein. Eine merkwürdige Geste in der Filmsprache wurde Gandalf doch eben als ominöser Fremder etabliert. Jackson entschloss sich, diese Einladung zu entfernen und am darauffolgenden Abend einfach die Zwerge an Bilbos Tür stehen zu lassen. Im Film funktioniert diese Änderung blendend. Auch das Auftreten der Zwerge ist dem Buch entnommen. Das Auftreten, die Kleidung, die kurzen Dialoge, ja selbst die Tatsache, dass die anderen Zwerge am Stück aufgezählt werden, löst Jackson so. Der Rest purzelt einfach durch Bilbos Tür. Im Buch ist hier sogar schon der Anführer der Zwerge, Thorin Eichenschild, dabei. Im Film lässt man Richard Armitagers Figur noch ein wenig warten, um ihr mehr Bedeutung und Gewicht zu verleihen. Eine weitere gute Entscheidung seitens Jacksons. Da im Buch Thorin mit den anderen Zwergen hineinstolpert. Die Filmsprache hätte uns somit sofort suggeriert, dass dieser Zwerg ebenso lustig und fröhlich zu betrachten sei wie seine Untergebenen. Trennt man ihn vom Rest der Gruppe, erzeugt man Separation und somit Bedeutung. Ansonsten ist in Beutelsend alles ziemlich nah an der Vorlage gehalten. Jackson schafft es sogar, die beiden Lieder aus dem Buch im Film einzubetten. Obwohl Blunt the Knives ganz schön affig im Film dargestellt wird, finde ich es beachtlich, dass solche Entscheidungen getroffen wurden. Nahe am Source Material zu sein, ist etwas, was man heute nicht mehr häufig sieht. Misty Mountains Cold ist im Film hervorragend in Szene gesetzt, obwohl es zeitlich viel später stattfindet als im Buch. Im Film fungiert es als Überleitung zum Beginn des Abenteuers, während es im Buch lediglich ein weiteres Lied der Zwerge ist. Ansonsten werden alle notwendigen Punkte im Buch und Film abgehakt. Es kommt lediglich zu einer Ausformulierung von Bilbos Hadern, ob er die Reise wirklich unternehmen sollte. Jackson entscheidet sich hierbei, Gandalf Tolkiens Worte in den Mund zu legen. Die Geschichte von Bilbos Vorfahren, einem Tuck, der so groß war, dass er ein echtes Pferd reiten konnte und dem Orkkönig in einer Schlacht den Kopf abschlug, und der flog dann in ein Kaninchenloch und so wurde das Golfspiel erfunden, bla blub, ist natürlich im Buch. Nur dort ist sie als Tolkiens Anmerkung eingefügt, um Bilbos Figur Hintergrundgeschichte zu verleihen. Etwas, was zur geschwülstigen Krankheit in Tolkiens Werken werden kann. Hintergrundgeschichte. Im Film erzählt es Gandalf seinem Freund Bilbo. Das ist eine nette Szene, selbst wenn sie kein bisschen Kontext zum Film hat. Bilbo im Buch wird hier an manchen Stellen weitaus furchtloser beschrieben. Zum Beispiel äußert er sich empört über die Tatsache, dass ihm die Zwerge nichts zutrauen. Im Film hingegen stellt er sich mit der Meinung auf die Seite der Zwerge und denunziert sich selbst. Ob Jackson diese Wahl traf, um die Schwarz-Weiß-Zeichnung der Figuren hervorzuheben, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist jedoch eine merkwürdige Entscheidung, die Abenteuerlust, das essentielle Bindeglied zwischen dem Stubenhocker und dem Abenteurer in Bilbo, so derart herunterzuspielen. Im Film versteht der Zuschauer nicht, wieso sich Bilbo letzten Endes doch den Zwergen anschließt. Jackson stellt sich auf diese Weise erzählerisch ein Bein. Richtig ist jedoch in beiden Versionen, dass sich Bilbo noch nicht entscheiden kann, ehe der Morgen hereinbricht. Aber während im Buch Gandalf morgens auf ihn wartet, um ihn zur Entscheidung zu drängen, ist Bilbo im Film alleine in seinem verwaisten Haus. Er wirft einen Blick auf den Vertrag Thorins und wenige Sekunden später rennt er in einer raschen Schrittes zu den Zwergen. Er weiß theoretisch nicht einmal, wo sie sich aufhalten. Im Buch wird ein Treffpunkt ausgemacht, wo sich Bilbo mit ihnen treffen sollte vor der Abreise. Im Film nicht, deswegen ist es ein bisschen merkwürdig, dass er sie auf Anhieb findet. Im Roman drängt Gandalf den Hobbit dazu, das Abenteuer zu wagen.
Im Film ist es Bilbos alleinige Entscheidung. Das widerspricht einmal mehr dem offensichtlichen Feigling, der sich vorher selbst denunziert hatte. In der Buchlogik hätte es sogar gewirkt, wenn Bilbo alleine losgezogen wäre. Er wollte es den Zwergen ja schon am Abend beweisen, nur der entscheidende Entschluss fehlte. Im Film wirkt das alles ein wenig undurchdacht. So Leute, das war jetzt die erste Folge der Hobbit Buch und Film. Lasst mich eure Gedanken wissen, ob ihr das weiter hören möchtet. Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euer Filmemann.